Mexiko-Platz. Wohnen Sie hier? Ja, ich wohne hier. Schon immer. Ich bin hier geboren. Sie ist hier. Schön grün, noch viel Natur. Keine Hochhäuser, alles noch schön sonnig und schön anzugucken. Was finden Sie besonders angenehm? Natur, Bäume, dass alles noch ein bisschen frei ist, dass man noch gehen kann, wohin man will. Ja. Und was ist Stürzing? Sehr, sehr viele alte Menschen, zu viele Autos. Viele egoistische Menschen mit sehr viel Geld und die nichts abgeben. Ja. Und möchten Sie hier wohnen bleiben? Also lieber hier als in der Innenstadt, aber weiß ich nicht. Ja. Ja. Also in Zehlendorf vielleicht nicht unbedingt, aber halt wenn man ein bisschen weiter fährt, ja. Ich glaube, das ist alles. Ja? Ja, okay. Vielen Dank. Ja, bitte. Hallo. Guten Morgen. Haben Sie bitte einen Moment? So, wir sind Studenten aus Mexiko und wir sollten ein Interview machen. Wir lernen Deutsch in einem Sprachzentrum und wir haben diese Hausgabe. Ja? Ja, was wollen Sie denn wissen? Darf ich das mit meinem Handy ausnehmen? Ja, wir möchten mit Ihnen über diesen Kiez sprechen. Ach, über den Kiez? Ja, Kiez. Über den Stadtteil? Ja, natürlich. Ja, es ist ein sehr schöner, okay. Sehr angenehmer, auch ein recht wohlhabender. Also die Leute, die hier wohnen, sind meistens nicht sehr arm. Okay. Und es wohnt sich, ich wohne hier nicht, aber was ich so beobachte, wohnt es sich hier mit Sicherheit sehr, sehr schön. Okay. Und es hat viel Tradition, es hat einen sehr alten Bahnhof, den Sie da sehen, der ist schon recht betagt. Und es finden hier immer auch kleine Feste statt, zu Weihnachten, Weihnachtsmarkt und Frühling dann ein schönes Fest und. Und ich glaube, jeder kommt gern hierher. Okay. Kommen Sie oft hierher? Zweimal im Jahr vielleicht, wenn ich hier zu tun habe, sonst auch nicht. Okay. So. Sind Sie nicht von hier? Nein. Was finden Sie besonders angenehm? Die Atmosphäre, der Springbrunnen, die Atmosphäre. Es gibt nette kleine Geschäfte und das zieht die Leute an, um hierher zu kommen. Was stört Sie? Naja, ich sag mal, was uns alle so stört, wenn viel Verkehr ist. Okay. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was stört. Ich finde, dass hier dass es hier mehr ältere Menschen gibt. Ja, das ist normal, weil die jungen Leute können sich oft die teuren Wohnungen gar nicht leisten, die es hier gibt. Okay. Finden Sie diese Gegend interessant? Ja, doch, ja. Ist schon interessant. Erstens mal, wie gesagt, geschichtlich gesehen gibt es eine ganze Menge. Sie sehen da auch die hübsche Brücke, wo die Bahn rüberfährt. Das sieht ja auch alles sehr, sehr schön aus. Und ich finde auch so, die Häuser natürlich, sind ja sehr viel alte Häuser, weniger neue. Und das ist schon ein interessantes Umfeld, das kann man sagen. Und man ist schnell aus der Stadt raus. Wenn man raus will, ist man auch schnell draußen, man hat keinen langen Weg. Okay. Das ist alles. Vielen Dank. Wie lange bleiben Sie denn in Deutschland?